Guten Morgen. Seid ihr in diesem Vorweihnachtsmodus? Wenn ich so diese Vorweihnachtszeit beobachte, dann fällt mir auf, es gibt so ein Grundkonzept, wie wir diese Weihnachtszeit für uns planen. Zuerst fangen wir an mit Plätzchen backen, dann gibt es dieses obligatorischen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Dann gehen wir Schlittschuh fahren in die Autostadt. Termine mit den Verwandten werden organisiert. Das Weihnachtsmenü wird vorbereitet und so weiter und so fort. Findet ihr euch ein bisschen in diesem Grundkonzept wieder? Es ist ein Grundkonzept, was wir so ein bisschen pflegen, aber wenn wir eigentlich die Bibel aufschlagen und uns die Vorweihnachtsgeschichte betrachten, dann fällt uns auf, nichts passiert so, wie es geplant war. Wir werden ganz schnell in eine Situation katapultiert, in denen Pläne, die sich Menschen gemacht haben, unterbrochen werden. Und wenn es dir dabei so geht wie mir bei diesem Gedanken, dass irgendwas nicht nach Plan läuft, dann wird dich sowas voll nerven, so wie es mir geht. Und ich selbst mag es auch gar nicht, wenn mein Leben komplett eine andere Wendung einnimmt. Auch nicht kurz mal abbiegen, das finde ich auch schon nervig. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann müssen wir mit solchen Unterbrechungen rechnen. Denn oft greift Gott in Situationen hinein, die vielleicht für uns auch erstmal als inadäquat scheinen. Also uns passt es gar nicht. Und Weihnachten bzw. die Geburt von Jesus handelt von einer einzig großen Unterbrechung. Und wir steigen ein in unseren Bibeltext für heute Morgen, Lukas Kapitel 1, ab Vers 5. Ich lese vor. Als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abija, wie Zacharias stammte aus seiner Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe an der Reihe war. Wie üblich wurde ausgelost und zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Bis dorthin war alles gut, alles nach Plan. Das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferaltars einen Engel des Herrn stehen. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Doch der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen. Jetzt haben wir Zacharias und Elisabeth kennengelernt, ein altes Ehepaar. Aber 6 Monate später passierte Folgendes, Lukas 1, die Verse 26 bis 36. Elisabeth war im 6. Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen ausgewählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Und da sagt nochmal der Engel: Hab keine Angst, Maria, redet der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderes auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm den Königherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden.
Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im 6. Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter ein Kind zur Welt bringen. Die Vorweihnachtsgeschichte ist das. Und wenn wir ein wahrhaftiges Weihnachtsfest erleben wollen, dann können wir Gottes Souveränität nicht ignorieren. Souveränität ist die Tatsache, dass Gott über all den Dingen steht und unabhängig von allem handeln kann. Und manchmal scheint uns Gott dabei unverschämt, weil er unser Leben eben dann unterbricht, wenn es uns nicht passt, aber er macht es, damit er unter den Menschen bekannt gemacht wird. Wenn wir uns Elisabeth und Zacharias anschauen, dann sehen wir ein Ehepaar in der Wintersaison ihres Lebens. Sie haben sozusagen ihren wohlverdienten Ruhestand geplant und in ihren Wintertagen, als sie schon so alt waren, da trat der Engel zu ihnen und machten die Vorstellung eines entspannten Lebensende sozusagen kaputt. Da spaziert dieser Engel einfach in Zacharias Leben und sagt ihnen, nichts mit Ruhe, nichts mit Entspannung, jetzt bekommt ihr euer Sohn. Oder schauen wir uns Maria und Josef an. Sie waren gerade dabei, ihre Hochzeit zu planen. Sie haben sich auf die Ehe vorbereitet. Das nächste Jahr bis zur Hochzeit war geplant. Aber dann kam die Botschaft des Engels und machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Und allein an diesen beiden Beispielen sehen wir, dass wir mit Gottes Einschreiten rechnen müssen, wenn wir es wirklich ehrlich mit ihm meinen. Und ich setze sogar noch einen drauf. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da sollte es sogar unser ehrliches Gebet sein. Und wir sollten danach fragen, Gott, gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich vielleicht eine Unterbrechung, ein Stoppschild, eine Abbiegespur brauche? Und gibt es etwas, was ich an meinem Handeln und Denken ändern sollte? Wo gehen wir unseren eigenen Weg, gehen unsere eigenen Schritte, erfüllen unseren eigenen Plan? Gibt es Beziehungen oder Freundschaften, die uns dazu verleiten, eher Schlechtes zu tun? Gibt es Menschen, die wir vertrauen, die uns zu verleiten, zu lügen, betrügen, zu verletzen? Oder die uns vielleicht dazu verleiten, uns von Gott zu entfernen? Vielleicht müssen unsere schlechten Angewohnheiten unterbrochen werden. Und hier gehe ich nur auf eine ein, weil sonst wird es einfach zu lang. Manche Menschen neigen besonders in der Weihnachtszeit dazu, mit all der Deko, all den schönen fröhlichen Liedern zu kaschieren, wie es in ihrem Leben wirklich aussieht. Wir singen Merry Christmas and a Happy New Year, aber an Happiness, also an Freude, ist vielleicht nicht wirklich viel drin in uns. Eher finden wir Einsamkeit, große Müdigkeit, Traurigkeit, Sorgen, Ängste, Wut. All das ist vielleicht eher in uns. Und man mag es nicht glauben, wie geübt Menschen darin sind, ja, zu verbergen, eine Maske aufzusetzen, so tun, als wäre alles gut. Und wenn dem so ist, dann steht heute Gott hier mit einem riesen Stoppschild und er sagt, hört auf damit. Wenn wir so weitermachen, dann machen wir uns nur kaputt. Es gibt in der Bibel einen Mann, der heißt Mose, der begegnet uns in der ersten Hälfte der Bibel und der tat eines Tages was ganz Schlimmes. Er tötete einen Menschen. Und vor dieser Sache musste er fliehen. Er ist geflohen vor dem Pharao, von den Konsequenzen, die dieses Handeln mit sich brachte, und er floh in die Wüste. Aber Gott ließ nicht zu, dass Mose ein Flüchtling blieb, dass er vor dieser Verantwortung, vor seiner Tat flüchten konnte. Er ermutigte ihn, dann eines Tages wieder zurückzugehen zum Pharao. Und so ermutigt uns Gott, dass wir uns den Dingen stellen, die uns wirklich beschäftigen.
und nicht, dass wir davor fliehen und uns einfach in diesem Strudel hineinnehmen lassen, dass alles doch so schön und friedlich ist. Was ist mit unseren Zweifeln? Schauen wir uns nochmal an, was der Engel zu Zacharias gesagt hat. Lukas 1, Vers 13. Doch der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen. Nun ist Zacharias ein alter Mann. Aber wenn wir uns diesen Vers anschauen, dann entnehmen wir, dass eines Tages Zacharias jung war und er und seine Frau sich einen Sohn wünschten. Also sie haben um einen Sohn gebetet. Und wisst ihr, bei Gebeten ist es so, es gibt meiner Meinung nach vier Ergebnisse. Nummer eins wäre, unser Gebet wird erhört. Und ich glaube, das ist das, was für uns am schönsten ist, wenn wir beten und wir spüren, okay, ja, ich habe es wirklich erhalten. Dann gibt es aber auch die Variante, dass wir beten und es passiert nicht das, was wir erbitten haben. Wir wissen aber auch nicht, warum. Es bleibt einfach so. Das dritte Ergebnis wäre, unser Gebet wird nicht erhört und so wie Sibi vorhin erklärt hat, eines Tages blicken wir zurück und merken, oh, das war ganz gut. Wenn alles so passiert wäre, wie ich es mir gewünscht habe, wie ich es vor Gott gebracht hätte, dann wäre es vielleicht nicht gut für mich geworden oder für uns und für die Menschen in meiner Umgebung. Und beim vierten Ergebnis ist es so, unser Gebet wird nicht erhört und wir geben Gott auf. Vielleicht hat Zacharias sich mit der Zeit gedacht, ach, es bringt doch eh nichts und fing an Gott zu zweifeln. Das bedeutet nicht, dass er aufhört, das zu tun, was Gott gefällt. Denn wir lesen auch in der Bibel, da heißt es im Vers 6, Kapitel 1, Vers 6, beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Aber irgendwas bleibt in unserer Beziehung zu Gott ungelöst. Kennt ihr das? Da hat man ein Gebetsanliegen, eine große Hoffnung. Doch anstatt, dass sich etwas positiv verändert, wird es immer schwieriger und wir hören auf, mit Gott über diese Sache zu sprechen. Und ich selbst, ich habe mich oft dabei ertappt, wie ich Menschen abgeschrieben habe, die ich doch so vor Gott gebracht habe. Und Gott hat mir immer wieder gezeigt, zweifle nicht an meiner Macht. Gibt es einen Freund, einen Verwandten oder wie bei Zacharias einen Sohn, ein Kind, für den du große Gebetsanliegen hast, dann gib nicht auf. Zacharias und Elisabeth sollen Eltern werden. Ich bin jetzt Mama geworden und ich weiß, was für eine Verantwortung man darin spürt, Mutter zu sein. Und wie sehr man sich zum Beispiel auch wünscht, dass eines Tages das eigene Kind selbst sein Herz an Jesus übergibt. Und manchmal kommt das nicht so. Manchmal betrachtet man das eigene Kind und sieht, wie es die eigenen Wege geht. Und da kommt Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit. Man fragt sich so, wie soll es weitergehen? Und vielleicht ist das so wie bei Zacharias. Irgendwann sagt man, okay, dann soll es vielleicht nicht sein. Er oder sie soll ihren eigenen Weg gehen. Und ich möchte Mut machen. Ich möchte Mut machen, dass unsere Knie nie müde werden, sich hinzuknien vor Gott und zu erbeten. Und unsere Stimme nie müde wird, Gott anzuflehen. Wenn ich als Jugend- und Teenleiterin das betrachte, dann bricht es mein Herz. Und manche Sachen verstehe ich nicht. Aber bringen wir doch unser zerbrochenes Herz vor Gott, weil er wird es ernst nehmen. Ja? Oder vielleicht bist du hier und normalerweise gehst du nicht in Kirchen, Gemeinden. Aber stell dir vor, schalte mal alles andere ab, stell dir einfach mal vor,
wie dein Leben aussehe, wenn du den Gedanken zulassen würdest, es gibt einen Gott. Und da kommt eine Unterbrechung in dein Leben. Plötzlich dieser Gedanke, es könnte einen Gott geben. Was würde es für dich bedeuten? Was ist, wenn wir heute sagen, Gott, ich suche dich und ich brauche dich? Wie könnte sich dein Leben verändern? Wisst ihr, unser Glaube, der basiert nicht auf einen Engel, nicht auf Engel Gabriel, nicht auf irgendeine Energie und auch nicht auf dem Weihnachtsmann, sondern auf einen Gott, der in seiner Größe in unser Leben einschreiten kann, uns begegnen kann. Das hat er mit Zacharias gemacht, mit Maria, Elisabeth, Josef und anderen Menschen aus der Bibel, und genauso tut er es mit uns. Als der Engel Zacharias den Plan offenbart, da dachte sich Zacharias sich, mega gute Idee, Gott. Ich soll ein Kind kriegen? Vielleicht hast du dich vertan. Wir als Ehepaar, wir sind zu alt. Und in dieser Sache, da spielt etwas mit, das nennt sich biologische Uhr. Bei diesem Ehepaar bestand schon vorher eine Unfruchtbarkeit. Wie viel unwahrscheinlich ist dann eine Schwangerschaft im hohen Alter? So konnte auch Zacharias nicht glauben, was der Engel ihm prophezeit hat. Und als er stumm nach Hause ging, weil er anfangs kein Vertrauen auf die Worte des Engels hatte, tat Zacharias das, was für eine Schwangerschaft nötig war. Er nährte sich Elisabeth. Nun wissen wir nicht, wie die Ehe dieser beiden Personen wirklich aussah. Ich vermute mal, sie hatten eine lange Ehe hinter sich. Sie hatten Höhen, sie hatten Tiefen. Sie hatten mit alltäglichen Problemen zu kämpfen, aber auch mit besonderen Herausforderungen. Ein Kind hatte zur damaligen Zeit nicht nur was mit persönlichem Glück zu tun, sondern auch etwas mit der Gesellschaft. Also es war ganz wichtig, Kinder zu kriegen. Und wenn wir uns Elisabeth vielleicht anschauen, dann könnte es sein, dass sie auch sowas wie Minderwertigkeitskomplexe hatte. Denn da heißt es in Vers 25, der Herr hat an mich gedacht und mir geholfen, sagte sie. Nun kann niemand mehr mich verachten, weil ich keine Kinder habe. Das heißt, wir spüren irgendwie dieser unerfüllte Kinderwunsch, war eine Last auf diese Ehe. Was wäre, wenn diese Ehe nicht nur mit biologischer Unfruchtbarkeit zu kämpfen hatte, aber auch in ihrer Beziehung sich Kälte und Trockenheit einschlich? Gott hatte ihnen einen Neuanfang geschenkt, und uns als Gemeinderat ist dieses Thema total wichtig. Es ist unser Gebet, dass dort, wo Ehen erkälten, ein Neuanfang geschenkt wird. Dort, wo Bitterkeit, Enttäuschungen, Verletzungen bestehen, dass dort durch Gottes Kraft ein Neuanfang geschenkt wird. Vielleicht fühlen wir in dieser Situation wie Zacharias und denken uns, das kann nicht sein. Das kann nicht mehr passieren, es ist zu spät, ich bin schon zu alt, meine Frau ist zu alt, es gibt keinen Weg weiter. Doch stell dir vor, was es bedeuten würde, wenn Gott unser Plan, uns voneinander zu entfernen, unterbrechen würde und auf der anderen Seite, auch wenn es erstmal wehtut und auch große Überwindung kostet, auf der anderen Seite der Frieden auf uns wartet. Stellen wir uns diese Frage. Was wäre, wenn wir wüssten, Gott möchte unser Plan, uns voneinander zu trennen, unterbrechen, weil auf der anderen Seite Friede bedeutet. Und ich spreche das nicht so in Larifari. Ich weiß, es kostet Kraft, Arbeit, Zeit, Verständnis, all das. Doch wir glauben an einen großen Gott. Dem ist kein Stoppschild
zu groß. Er kann alles. Schauen wir uns an, wie Maria reagiert, nachdem sie durch den Engel von ihrer Schwangerschaft gehört hat. Lukas 1, Vers 34. Wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Frei übersetzt heißt das, Gott, wonach du mich bittest, das kann ich nicht tun. Und unter Christen ist es oft so, dass man über diesen Satz lacht. Man denkt sich, du kleine, junge, naive Maria, du kleines Mädchen, weißt du denn nicht, mit wem du es da zu tun hast? Aber wenn wir ehrlich sind, dann haben alle, die eine echte Beziehung zu Gott haben und führen, sich schon oft so gefühlt wie Maria. Wie oft haben wir vielleicht gedacht, Gott, wonach du mich verlangst, das kann ich nicht tun. Das wird nicht funktionieren. Gott, ich schaffe es nicht. Gott, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und auf einmal wird uns diese kleine, naive Maria doch ganz sympathisch, oder? Und der Knackpunkt bei diesem ganzen Gedankengang ist, dass wir immer von uns ausgehen. Und das passierten auch andere Menschen aus der Bibel. Mose damals sagte, Gott, aber ich kann nicht reden. Jeremia sagte, Gott, aber ich bin zu jung. Zacharias sagte, aber ich bin zu alt. Maria sagte, aber ich kann das nicht tun. Und das einzige Aber, welches die Bibel zulässt, ist aber Gott. Wir nicht. Aber Gott. Das ist die Wahrheit, die die Bibel uns offenbart. Und das heißt auch, wenn wir keinen Plan haben, wie es dann weitergehen soll, wenn wir das Gefühl haben, der Boden wird unter den Füßen uns weggerissen, aber Gott weiß, wie es weitergehen soll. Lukas 1, Vers 35, da heißt es, der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und ich liebe diese Worte von Maria. Sie sagt, okay, Gott, anscheinend hast du einen Plan. Ich verstehe es noch nicht ganz, dieses Heilige Geist und ich soll dann plötzlich schwanger werden. Ich verstehe es noch nicht ganz, aber, Vers 38, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Und so verließ der Engel Maria. Aber wenn Gott einen Plan hat, dann darf uns Maria ein Vorbild sein und wir dürfen ihm vertrauen. Niemand hatte Maria versprochen, dass es leicht werden würde. Sie wusste ganz genau, was auf sie zukommen würde. Sie hatte noch einen Konflikt mit Josef. Sie hatte dadurch, dass sie auf einmal schwanger war, obwohl sie nicht miteinander geschlafen haben. Sie hätte vor der Gesellschaft dumm dagestanden. Sie hätte vielleicht von der Familie ausgestoßen werden können. Sie wusste ganz genau, was das bedeutet. Es wird nicht leicht. Doch sie vertraute. Ich fasse bis hierhin zusammen. Wir haben gesehen, Gott ist in der Position einzuschreiten und unsere Pläne zu unterbrechen. Und wer eine wahrhaftige Beziehung mit Gott führen will, der sollte genau mit sowas rechnen. Wenn Gott einschreitet, dann weiß er genau, wie es weitergehen soll. Keiner verspricht, dass es einfach wird. Das wird uns unser Einsatz kosten und eventuell werden wir auch etwas riskieren müssen. Und an diesem Punkt müssen wir eine Antwort auf eine Frage finden, die da lautet, warum das alles, Gott? Worum geht es dir, wenn du unsere Pläne unterbrichst? Wieso sollte ich das zulassen, Gott? Und auch da findet die Bibel eine Antwort. Wenn wir in den Bibeltext schauen, lesen wir davon, dass Gottes Ziel doch war, dass Jesus der Welt bekannt gemacht werden sollte. Also Jesus sollte geboren werden. Und wisst ihr, wenn ihr vielleicht Jesus nicht kennt,
dann lasst euch etwas gesagt sein. Wenn Jesus kommt in unser Leben, dann kommt er nicht mit leeren Händen. Er kommt mit Hoffnung, Freude und er kommt mit Frieden. Es heißt über ihn, der Friedefürst. Manchmal singen wir das auch in unseren Liedern. Und selbst Jesus sagte eines Tages, Johannes Kapitel 14, Vers 7, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Das Ergebnis von Gottes Einschreiten, von Gottes Unterbrechung ist immer eins, Frieden. Ob wir es sehen oder noch nicht sehen, aber sein großer Plan ist Frieden zwischen Gott und Menschen und für uns selbst. Also ja, das Einschreiten Gottes tut weh. Es ist nicht unbedingt schön, aber wenn Frieden das Ergebnis ist, dann ist es vielleicht eine Motivation dazu, sich dafür zu öffnen. Und damit Frieden geschehen kann, dann müssen Menschen auf Gott hören und sich auf ihn einlassen. Ich könnte an dieser Stelle aufhören. Ihr könnt euch sagen, es geht um Frieden, Leute. Seid happy, geht nach Hause. Doch es fehlt etwas. Es fehlt, dass wir darüber reden, wie es uns wirklich geht, wenn Gott unsere Pläne unterbricht. Ich habe am Anfang gesagt, mich nervt das. Ich mag das nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, dann spüre ich etwas ganz anderes, wenn Gott es in meinem Leben tut. Ich spüre Angst. Wie geht es dir, wenn du mit Gottes Einschreiten, wenn du Gottes Einschreiten erlebst? Spürst du auch Angst? Spürst du Bitterkeit? Spürst du Wut? Was ist es bei dir? Lass uns darüber reden und keinen Fake-Heiligenschein tragen. So war die Vorweihnachtsgeschichte auch nicht. Lass uns nicht voreinander so tun, als gäbe es diese Gefühle nicht und nicht vor Gott. Falls du in solchen Momenten Angst spürst, wie ich, dann möchte ich dich auf einen Satz aufmerksam machen, welches der Engel zu Zacharias und später auch zu Maria sagte, welches Jesus auch zu den Menschen auf dem See sagte. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 13, doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht. Vers 30, da heißt es, hab keine Angst. Jesus sagte, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch. Das heißt, Jesus ist unsere Sicherheit. Jesus ist der Boden unter den Füßen. Jesus ist unser Halt. Und ich möchte mit einem Gedanken enden, der uns zeigt, was uns in solchen Phasen wirklich hilft. Eine kurze Zeit, nachdem Maria erfahren hat, sie sollte schwanger werden, macht sie Folgendes. Sie besucht Elisabeth. Sie hörte ja vom Engel, Maria, du bist nicht alleine. Elisabeth soll auch ein Kind kriegen. Also machte sie sich auf den Weg und ging zu Elisabeth. Und sie begrüßten sich, sie umarmten sich. Und Elisabeth sprach ermutigende Worte zu Maria. Und daraufhin verfasste Maria ein Lobeslied an Gott. Das heißt, sie hat gemerkt, oh, das tut meiner Seele richtig gut. Und ich möchte Danke sagen an Gott. Und an diesem Beispiel erkennen wir, wie viel Kraft und Trost eigentlich in der Gemeinschaft von Menschen steckt, die auf Gott vertrauen. Elisabeth war nicht allein, Maria war nicht allein. Sie hatten sich, sie hatten einander. Und das war Gottes Idee. Er sagte, ich weiß, dass es nicht leicht werden wird. Deswegen geht gemeinsam diesen Weg. Und dieser Gedanken zieht sich durch die Bibel. In 1. Thessaloniker 5, Vers 11, da heißt es, so ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bereits getan habt. Oder Hebräer 10, Vers 24,
Lasst uns aufeinander achten. Wir sollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Wenn du vor großer Herausforderung stehst, das Gefühl hast, der Boden wird unter den Füßen gerissen, du Gottes Einschreiten in deinem Leben spürst, dann bist du nicht allein. Komm ins Gespräch zu uns. Wir haben nach jedem Gottesdienst Menschen hier, die dir zuhören, die für dich beten, die da sind. Sebi nimmt sich gerne Zeit unter der Woche und sagt, ich besuche euch. Und noch viel wichtiger, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber unsere Gemeinde trifft sich nicht immer nur sonntags, sondern auch unter der Woche, in Kleingruppen. Und da passiert genau das. Menschen kommen, sie ermutigen einander, sie hören einander, sie achten einander und vor allem helfen sie sich, weiterhin stand zu bleiben und Gottes Hand festzuhalten. Und solche Treffen sind so wichtig. Gott sagt nicht nur, fürchte dich nicht, ich bin da, sondern fürchte dich nicht, ich bin da und ich habe dir Menschen an die Seite geschickt. Und das ist der Wert von Gemeinde. Also eine herzliche Einladung an uns, Teil dieser Gemeinde zu sein. Ich wünsche uns viel Segen dabei. Amen.